So, da sind wir wieder und nachdem wir jetzt gerade hier das Bergungsidol gescannt haben, gehen wir weiter. Ich muss dieses Mal nur ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Das letzte Mal habe ich ja fast 5 Minuten überzogen. Das ist etwas, auf das ich auf jeden Fall jetzt achten muss. Ich kann natürlich auch einfach mal diese Folge im Ausgleich dafür gut 5 Minuten kürzer machen. Aber ich gehe mal davon aus, das ist keine gute Idee. Ich belasse es bei den 20 Minuten. Auch für diese Folge. Eine Sache, die mir jetzt mal kurz einfach mal eingefallen ist, ist noch etwas, was ich mal gelesen hatte. Wenn man nämlich hier slash Zeit, was glaube ich? Nee. Zeit. Hatte ich gerade einen Aussetzer in der Verbindung? Irgendwie konnte man sich hier anzeigen lassen, wie lange man halt schon spielt. Ich weiß nur gerade nicht mehr wie. Ich dachte, es wäre eigentlich hier slash Spielzeit gewesen. Aber hat ja nicht funktioniert. Ich gucke dann gleich mal zwischen dieser und der nächsten Folge. Wäre auch mal halt dann gerade zum Ende hin interessant zu wissen, wie lange ich tatsächlich dann gespielt habe. Wobei man das natürlich dann auch ganz einfach am Ende rechnen kann. Man muss einfach nur die Folgenanzahl mal 20 rechnen. Da hat man die Minutenzahl. Das dann durch 60 hat man die Stunden und das nochmal durch 24, da hat man die Tage. Finde es schwer zu sagen, wie lange man wirklich für Star Wars: The Old Republic braucht. So vom Gefühl her würde ich sagen, man braucht ungefähr 2 bis 3 Stunden pro Planet für die Story-Mission. Also Nebenmissionen sind da noch gar nicht dabei. Also für die Story braucht man halt pro Planet 2, 3 Stunden. Wie viele Planeten gibt's? 38. Gibt es insgesamt, aber ich würde sagen, dass gerade mal die Hälfte davon wirklich zur Story gehört. Wenn überhaupt die Hälfte. Ein Drittel vielleicht. Kurzes Schattenspiel. Der Padawan sein, der meine Leute abschlachtet. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Meister Orgus sucht nach euch, Bengel. Orgus wird mich nicht finden. Ich werde ihn finden. Ihr habt meinen Schüler Kalef exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert. Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Euer Schüler war ein Mörder. Er griff junge Padawane an. Ich gab Kalef zu früh zu viel Verantwortung. Sein Hunger nach Gerechtigkeit war seine einzige Schwäche. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Euer gesamter Orden ist schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Gebt euch nicht dem Hass hin, Bengel. Lasst uns euch helfen. Dabei helfen, ein Feigling wie ihr zu werden? Ich bin der letzte wahre Jedi in der Galaxis. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Ich schaue hier nur gerade.
Ach, da spielt's halt. Das interessiert mich jetzt gerade mal so nebenbei. Versuche ich es nochmal. Vielleicht kommt es auch auf die Schreibweise an. Ah, auf die Schreibweise kommt es an. Oder? Ist es hier mit dabei? Nee. Aber bisher habe ich immer 2 Stunden hier reingesteckt. Mal sehen, wie viel es dann am Ende sein wird. Warte mal. Ach, da kann ich auch mit der Schnellreise. Brauche ich jetzt nicht noch den ganzen Weg zu laufen, geht schneller. Hat den nochmal kurz geladen. Wieso sollte ich eigentlich für die Mission, die der mir gegeben hat, nochmal extra zurück ins. Oder. Die behalte ich mal. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Melden Sie Ihre Beschwerden. Habe ich das gerade richtig gesehen? Lack. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten Ich habe die zurück. Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. Kann ich gleich nochmal mit ihr reden? Und Produktvorschläge ab. Ach, schon wieder fast 20 Uhr. Hier gibt's nichts. Gut. Oh, hallo. Ihr seid ein Jedi, nicht? Mein Name ist Balea. Sehr erfreut. Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber ich habe nicht viel Zeit. Meine Tochter ist schwer krank und seit dem Tod meines Mannes bin ich alles, was sie noch hat. Bei der Leiche eures Mannes fand ich eine Holoaufzeichnung. Er sagte, dass diese Manka-Katzenzähne eurer Tochter helfen würden. Ihr habt diese Zähne für meine Tochter hergebracht? Oh, der Doktor braucht sie, um ihre Medizin herzustellen. Ich bin überwältigt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war doch das Mindeste. Ihr solltet dafür belohnt werden. Ja. Es ist nur... Oh, Moment, ich weiß etwas. Ja, nehmt das hier. Das hat meinem Mann gehört und ihm gute Dienste geleistet. Da ihr nun meine Tochter gerettet habt, hoffe ich, dass es euch auch gut dienen wird. Vielen, vielen Dank. Ich muss sofort dem Doktor Bescheid sagen, damit er Rusas Medizin herstellen kann. Die hat mir doch gar nichts gegeben. Ach ja, stimmt ja, ich muss ja auch noch in Jedi Tempel, weil ich ja noch mit dem Meister Train reden muss. Schließe. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Das mache ich natürlich nicht. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgus? Nein. Meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Mein Beileid, Ranna. Aber euer Volk ist in guten Händen. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgus Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht.
Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Sagt euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Ich stehe erneut in eurer Schuld. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Toxinminen. Stand da nicht vorher am Jedi-Tempel in der letzten Folge, oder bin ich da gerade ein bisschen... Egal. Wenn ich noch einen Schritt näher wäre, würde ich Schaden bekommen. Getestet, ob ich diese Dinger hier unten auch mit der Nummernleiste, mit dem Nummernblock aktivieren kann, geht aber nicht. Oder? Die Viere? Nee. Hinten war ich noch nie so wirklich. Ich bin immer nur an diesen Minen gewesen. Ich bin dann froh, sobald ich mein eigenes Lichtschwert habe. Bin ich zumindest schon mal dieses Übungsschwert los. Übungsklinge. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht nur Tapferkeit, das war Heldenmut. Bitte nehmt dieses Zeichen der Verehrung meines Volkes. Es tut mir leid, dass es nicht mehr ist. Dafür lässt sich sicher eine bessere Verwendung finden. Ihr habt mehr getan als jeder Fremde vor euch. Warum riskiert ihr immer wieder euer Leben für Leute, die ihr kaum kennt? Es ist meinem Orden die größte Ehre, andere zu schützen und ihnen zu dienen. Ihr erfüllt dieses Ideal sehr gut. Auch wenn ihr keine Belohnungen mögt, bestehe ich darauf, dass ihr diese annehmt. Ich sollte jetzt alle informieren, dass die Gefahr vorüber ist. Rüstungswert geht ganz schön hoch. Die Fleischräuberbasis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Ah. Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Wieso die Kräfte ausdünnen, um alle Lager gleichzeitig anzugreifen? Wenn wir nur auf ein paar losgehen, könnten die Fleischräuber die anderen warnen. Sich neu sammeln. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon mal dort war. Habe ich ja nicht. Kleidungsdesign fehlt. Ich brauche das nicht mit diesen vereinheitlichen. Ich habe es mir nur gerade mal angesehen. Flotten.
Bass und Gleiter sparen. Ab wann kann ich so einen Gleiter benutzen? Ab Rang 20? Ab Tatooine, weiß ich. Den Weg zum Jedi-Tempel nehme ich noch den Gleiter. Den Weg hier hinter nehme ich dann die Schnellreise. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich muss dann sowieso hier hinter, weil ja dann die Mission mich dann auch noch dorthin führt. In die Nähe jedenfalls. Außerdem gehe ich mal davon aus, dass Liam Dentiri auch wieder was für mich hat. Ja. Nächste Ausbildungsstufe. Das kann ich auf jeden Fall noch erledigen. Beim letzten Mal habt ihr noch alles einfach aussehen lassen, aber macht euch jetzt auf ein paar Überraschungen gefasst. Raus da und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Stufe 3. Das ist halt relativ einfach, weil die Stufenanpassung bei denen aus irgendwelchen Gründen nicht gilt. Normalerweise wären die auch ungefähr Stufe 10 jetzt schon. Also allen Gegnern, die ich begegne, sind ungefähr immer die gleiche Stufe, die ich bin. Ich frage mich zwar, warum es überhaupt noch das Stufensystem gibt. Und noch eine beeindruckende Runde. Wir müssen diese Dinger das nächste Mal wohl zäher machen. 5900, also ich habe nicht 5,9 nur bekommen, sondern 5900. Eure letzte Runde mit den Droiden war beeindruckend, aber wir haben Verhaltensmodifikationen vorgenommen, die euch vor eine echte Herausforderung stellen sollten. Raus da und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Gab's nicht hier drüben? Na, hatte gerade aktiviert. Sind alle schon aktiviert, aber ich weiß, dass es hier hinten noch eins gibt. Ich muss sagen, ich fand das Spiel früher tatsächlich besser, wo man richtig noch Zeit da rein investieren musste, um Stufen aufzusteigen. Jetzt könnte ich hier theoretisch innerhalb von einem Tag bis auf Stufe 30 aufsteigen. Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe noch mehr Tricks auf Lager. Kommt später nochmal vorbei. Gleich mal so über 11.000 Erfahrungspunkte auf einmal verdient. Oh, jetzt bin ich gerade beieinander. Ich habe jetzt bloß auf die zwei hier geachtet. Nee, ich bin jetzt beinahe an dem vorbeigerannt. Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ihr vielleicht kurz innehalten und meine Nachricht anhören? Auf jeden Fall, mein Freund. Reden wir. Ihr erweist mir eine große Ehre. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig, aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Wenn ihr Zeit habt, geht zu Meister Moheda. Er wird euch in den anderen Fähigkeiten der Jedi unterweisen. Die Mission macht zum Beispiel gar keinen Sinn mehr, da man ja jetzt die Dinger mit jedem Stufenaufstieg so bekommt. Finde ich auch schade, dass man sich nicht mehr so bemühen muss, um die Dinger zu bekommen, die Fähigkeiten. Sondern dass das jetzt alles halt einem praktisch hinterhergeworfen wird.
bin ich gerade zum Falschen gerannt. Aber ich werde jetzt erstmal die Folge beenden, weil wir jetzt auch wieder die Zeit halt erreicht haben. Wir sehen uns also dann morgen wieder in der nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Bis dahin, tschüss.